Wer mir echt leid tut, ist unser EU-Kommissar Günther Oettinger. Man kann es auf YouTube sehen, warum. Er hat versucht, in Englisch eine Rede zu halten. Darüber lachen jetzt alle. Das finde ich gemein. Man sieht nämlich nicht, dass die Zuhörer Kopfhörer aufhatten und eine Simultanübersetzung ins richtige Englisch gehört haben. Er wird ja nicht dafür bezahlt, Englisch zu können, sondern na eben dafür, Kommissar zu sein. Und vielleicht wird nun in der EU mehr Deutsch gesprochen, damit sowas nicht wieder vorkommt. Das wäre auch ein schöner Erfolg. Und das hat Angela Merkel wohl vorgehabt, als sie den Olifant nach Brüssel geschickt hat. Morgen geht's weiter.